Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Kornwelt unterwegs auf unserer 16-Fach-Karte und wir sind bereits in Folge 179. Haben beim letzten Mal noch frisch den Drescher leer gemacht und wollen jetzt mal gucken. Gas hatten wir noch geguckt. Gas füllt sich auch immer nach und nach wieder auf. So, der Preis für den Das Saatgut steigt immer noch, deswegen verkaufen wir noch nicht. So simpel ist das. Dann gucken wir mal, haben wir sonst noch Schönes? So, da sind wir nämlich. Hier geht es nämlich um die ganze Wassergeschichte. Wir wollten noch Wasser auffüllen in der Saatgutfabrik und wir wollten natürlich auch die Saatgutfabrik. Was ist das denn jetzt? Wow, nicht schlecht. Ein Flipover, nein, ein 180 oder sowas, von einer Seite zur anderen geflippt. Naja, nicht über aufregen, einfach weitermachen, ne? Kennt ihr ja. Soll sich nicht über alles aufregen. Wir spielen ein Spiel, wo wir nur auf den Nachfolger warten. Landwirtschaftssimulator 2019. Angekündigt, schon betrailert, die ersten Fakten sind da. Da geht es dann los und dann werden wir natürlich auch, falls ihr euch fragt, hin umsteigen. Das wird eine der Varianten sein, wo wir dann sagen, da sind wir mit dabei. So, wir füllen das nächste Wasser auf. Ich skippe mal durch. Was für Kollegen haben wir denn hier noch am Start? Die dürfen alle noch nicht. Er fährt. Die Jungs stehen auch noch rum. Ich glaube, so super viel ist gar nicht in Action da. Was nämlich jetzt eigentlich noch fehlt, ist bei den Tieren zu gucken. So, und hier ist der Punkt, dass wir die Tierversorgung natürlich noch machen wollten. Mais, Weizen, Raps, Kram und Kartoffeln. Und hier müssen wir noch sehen, dass wir noch Gras einfüllen und dann auch das Kraftfutter auffüllen, ne? Das können wir natürlich noch machen, aber nicht nur das. Wir wollten eigentlich, hätten wir gerne viel mehr Mist, aber haben ihn nicht. Ne? So simpel ist es. Liegt momentan daran, dass wir natürlich jetzt auch nicht irgendwie die Nacht vorspulen oder sowas, weil wir sind ja jetzt 24 Stunden durchgehend fast am Ernten und Felder bearbeiten. Deswegen kleckert sich das natürlich nur nach und nach hier so zusammen. Ne? Da passiert jetzt nichts Großes. Aber wie gesagt, das nächste, was wir jetzt hier machen, ist Gras zu den Kühen und Kraftfutter zu den Kühen. Dafür haben wir unsere kleinen LKWs hier ja stehen. Das ist unser gutes Stück. So. Gras haben wir, glaube ich, hier eingelagert. Das werden wir dann auch gleich mal hier rüberbringen. So. Die normalen Früchte sind da drüben im großen Lager. Hier ist Zuckerrüben. Hier echt kein Gras drin. Doch, da. Wollte ich das sagen. So, ich weiß gar nicht, wie viel Gras wir im Verhältnis gesehen brauchen. 75.000, sieht eher so wie 30.000, 40.000 Liter aus. Das sieht ja schon gut aus. Damit fahren wir da mal eine Runde rüber. Ich mache hier schon mal Licht an. So. Versuche mal gegen den Zaun zu fahren. Nee, natürlich nicht. So, dann wollen wir den Spaß mal rüberbringen. Das und dann geht es um das gute Mischfutter für die Kühe. Und das müssen wir, glaube ich, satt und schmutzig dahin bringen. Die Silage brauchen wir nicht extra auffüllen. Die füllt sich eh auf, weil irgendwie spaltet sie sich durch, wenn man was auffüllt, was nicht ganz so schön ist, muss ich sagen. So, ja, die gute Tierversorgung. Das ist natürlich auch nicht ohne. So, hier geht der Spaß raus. Ja, wunderbar. Hier können wir jetzt einmal eine Runde fahren. Fahr jetzt aber mal durch eins der Silos hier zurück. Das macht rein gar nichts, weil die haben wir ja nicht im Betrieb. Wir haben uns ja einen Fermenterturm gegönnt. So, dann fahren wir hier lang zurück. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es mit der Mischfuttergeschichte so halten. Wir haben ja einen Futtermischer da stehen. Ich weiß aber nicht, ob da noch
was drin ist und wir können mal gucken, ob wir hier auf Lager was haben. Ich muss natürlich als erstes sehen, dass ich jetzt hier. Ne, stopp. Ja, natürlich als erstes gucken. Und sehe, dass hier eine Futtermische. Gras fehlt. Wenn ich hier schon mal bin. Okay. Das hat ihm vom Winkel her nicht gereicht. Komisch ist. Aber sonst war das eigentlich immer schon okay so. Ne, komm her, vernünftig rumziehen bitte. Nimm das jetzt. Ja, eigentlich schon. Er steht da auskippen, ihr seht selber, ne? Ich stehe auch bei Gras. Guck mal so, dass er jetzt eindeutig nicht den falschen Trigger haben kann. Ja, jetzt hat er es auch gemacht. Das ist natürlich jetzt nur eine kleine Menge. Ich steige hier mal kurz aus. Natürlich jetzt einmal sehen, haben wir noch was drin. Ja, hier ist noch Mischfutter drin. Die Ladung Mischfutter werden wir jetzt hier natürlich rausholen aus der Produktion und gleich mal sehen, dass wir die zu den Kühen bringen. So, der zweite LKW steht hier schon, dann wird den roten Abfahrer bei den Sonnenblumen machen. Das Wasser haben wir hier dementsprechend raus, das heißt, wir fahren noch mal einmal zurück und werden uns die anderen 40.000 Liter Wasser holen, die noch drin sind. Ich glaube, so in die Richtung. Oder jetzt dürfte es vielleicht ganz knapp über 40.000 Liter sein. Und die bringen wir hier auch noch rein, weil wir hier hinten momentan keine anderen Flüssigkeitsgeschichten brauchen. So, also hier nichts anderes haben wir als gerade Wasser gebraucht. Sagen wir es so. So. So sieht das aus. Ja, was wir natürlich noch tun können, ist bei der Karte wird geladen. Ja, sehr schön. Ist hier oben bei der Biogas-Geschichte. So, sorry, da gab es einen kleinen Schnitt durchs Real Life. Ja, wir haben hier natürlich noch Gülle drin. Die Gülle können wir natürlich eine Runde noch holen mit dem Tankwagen und die auch noch rüberbringen. Zum zur Düngeproduktion wollte ich sagen. Das glaube ich schon mitten in den Sätzen hängen. Das ist für eine Einstellung. So, er steht hier genau neben. Das ist sehr praktisch. Das heißt, den brauchen wir nur einmal kurz ranfahren. Dann geht das Ganze hier schon weiter. So, kriegen wir hin. Wunderbar. So, da kann ich immer zwischendurch auf Volltanken setzen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Da sind wir. Er ist voll. Da können wir auch noch weitere 25.000 Liter rausholen. Das ist sehr gut. Heißt also, wir müssen auch noch zwischendurch mal eine Runde Gras machen. Und das mal eine Runde in die Mischfutterproduktion geben. Ne? Wenn jetzt erstmal hier die 75.000 Liter reinhauen, davon werden vielleicht, wenn wir Glück haben, ein Drittel ankommen. Und der Rest geht irgendwo in ein imaginäres, immer größer werdendes Silagelager. Von dem leider keiner weiß, warum das so ist. Seht ihr jetzt hier? Silage wächst. Ich weiß nicht, warum. Ihr seht im Verhältnis gesehen, das ist, normal sind die alle ungefähr. Also Silage, wenn überhaupt das Doppelte von denen. Aber nö. Ne? Seht ihr selber? Das hier ist nur minimal angestiegen. So, wir drehen nochmal eine Runde. So. Jetzt hole ich den Rest nochmal raus. Und dann gucke ich, ob was im Lager drin ist. Das mache ich mir allerdings ganz einfach, indem ich einfach erst aus der Produktion lade, dann hinfahre aufs Lager und R drücke und er kann dann nur das dazu laden, was da schon drin ist. Also das macht das Spiel so.
brauche ich nicht erst alles durchklicken und suchen, ob da noch was ist, sondern werde ich es merken. Und wenn da nicht mehr ist, dann bringen wir halt nur die übrigen 25.000 oder sowas dahin. Und sonst stocken wir das Ganze halt dann auf dem Lager auf. Das ist auch kein Problem. So, silagemäßig, ne? Wäre nämlich auch kein Problem gewesen. Ihr seht, hier ist noch 439.000. Ne, 449.000. Ne? Futtermischer läuft, wie ihr da seht, weil wir ein bisschen Gras reingepackt haben. Wir haben ja auch noch ein bisschen Gras da, also wir können auf jeden Fall auch noch was nachmachen. Sollten dann halt bloß auch nur dafür sorgen, dass wir noch Gras nachkriegen. Ne? So, ein bisschen was ist ja schon wieder produziert worden, so wie es aussieht, ja. 30.000 sind da. Jetzt fahre ich, wie gesagt, noch einmal hier drunter. Guck, ob er mir noch was nachlädt, sprich, ob ich noch irgendwas auf Lager habe. Ne, ihr seht, ich stehe drunter, ich habe gedrückt, es ist nichts auf Lager. Das heißt, ich werde jetzt die 30.000 auch noch mal hinbringen und dann fahren wir erst wieder her zurück und gucken, was da so geht. Ja, was wir natürlich dann mit der Zeit noch machen können, ist, ist irgendwann mal den Mist wieder zusammenholen. Aber das lohnt sich halt erst, wenn wir die 75.000 voll haben oder zusammen haben an Mist, dass wir ihn hier wieder die Tour auch lohnenswert machen. Ihr seht ja, wir sind bei 17.000 Liter Mist. Ne? Also Füllegruben sind 43.000 Liter drin. Das ist nicht ganz so wild. Wir können drüben den Tankwagen auf jeden Fall einen abholen. Das sollte auf jeden Fall okay sein. Ich hätte es eigentlich andersrum abbiegen müssen. Warum? Aber egal, kriegen wir alles hin. Wäre ich jetzt fast schön mit dem LKW in die Güllegrube gefahren. Ganz was Feines, muss ich sagen. War aber nicht unbedingt mein Ziel. So, den parken wir jetzt erstmal wieder. Obwohl, nee, wir gucken erstmal, falsche Taste. Was für einen Bestand hatten wir jetzt hier noch? Gras. Gras, 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 Gras. Das müsste Gras sein. 104.000. Bin nicht so super viel, muss ich zugestehen. Nicht so super viel. Ich werde hier mal drunter fahren. Ich werde mal ein bisschen was rausnehmen hier. So, 53.000, das ist okay. So, was haben wir hier noch drin in der Produktion? Das ist alles ungefähr gleich viel, so wie es aussieht. Heißt also, ich könnte jetzt überall Stroh und Gras auch überall 50.000 rausnehmen und daraus eine Runde Mischfutter ansetzen. Das ist, glaube ich, auch gar keine schlechte Idee. So, diesmal dürfte das wahrscheinlich mit dem Grasabladen eher klappen. Auch nicht. Jetzt. Na komm, irgendwann muss es klappen. Der Punkt ist, man kann hier nicht unendlich viel reinmachen. Das heißt also, die 50.000 werden jetzt wahrscheinlich nicht mal reingehen. Das ist der Punkt an der Geschichte. Deswegen können wir natürlich nur sehen, dass wir das alles voll machen. Ne? Wow, ich bin zu dicht dran gewesen. Deswegen hat das nicht abgekriegt. Jetzt will das nicht. Warum? Es ist schon manchmal komisch, muss ich sagen. Na, nimmst du es jetzt? Ich weiß nicht, warum man mein Gras nicht will. Mehr wieder ranfangen kann ich nicht. Mehr wie das gute I da lesen kann ich auch nicht.
So, jetzt. Ja, jetzt wieder. Also wir werden da nicht alles reinkriegen, aber wir werden einfach die Produktion mal eine Runde voll machen hier. Jetzt werden wir ein paar tausend überbehalten jetzt. Ja, da haben wir es auch schon. Die bringen wir jetzt mal weg. Wir werden jetzt hier nebenan. Ich glaube. Hallo? Wo bleibt denn die Stehbremse? Na, mal raus damit, war schon richtig. Holen wir uns jetzt hier leider noch mal eine Runde Stroh ran. So. Irgendwo müsste ich hier Stroh haben, glaube ich, denke ich. Ne? Oder Stroh alle. Ne, da haben wir Stroh. So, ja, mit dem Strohladen geht aber leider auch die Folge schon so langsam zu Ende. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein solltet. Und sage ich vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Würde mich auch sehr über ein Teilen und ein Abo freuen. Und sage ich vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.